Ja, moin, herzlich willkommen zurück. Ich hatte ein Speicherplatzproblem. Das ist unerwartet gekommen, weil ich eigentlich nie viele Videos auf der Festplatte lasse, sondern sie verschiebe. Und jetzt haben die Videos einfach wegen der Dauer von einem Part, glaube ich, dem zweiten Part, doch meine Festplatte ein bisschen voll gemacht. Also der Part ist einfach gesplittet. Jo, ja, wir haben es sehr spaßig gehabt. Wir haben ein Pump-Pulli. Jo, geholt uns. Jetzt können wir schnell reiten. Jetzt macht es auch wieder wenig zeitfressend, oder? Können wir weitermachen? Und wie Preis ist wichtig. So. Gut. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder angeschaut habt. Natürlich. Und ja, wir machen jetzt einfach weiter. Mit diesem Pferd. Mit diesem Pferd. Mit dem Esel. Und natürlich dem Flug-Pokémon Taubsi trainieren. Genau. So, brauchen wir noch irgendwas? Ja. Haben wir noch etwas doppelt? Schon nicht mehr da? Nö. Okay. Piercy-Bäre habe ich, glaube ich, schon. Dann nehme ich noch die Bäre mit. Und esse dann einfach das Brot, damit wir noch einen haben. Eipfel, das interessiert mich aber auch. Okay, Fisch und so gibt es sowieso oft. Zitru noch. Ja, ich nehme einfach von den Dörfern dann die Sachen auch mehr mit, die wir einfach öfters finden. So, dann haben wir noch Gift gegen Gift auch leider noch. Oder ja, komm. Die nehme ich ja irgendwann mal später mit. Wenn ich mal Zeit habe, in einem Livestream vielleicht auch oder so. Aber es gibt wirklich viel zu viel Loot. Ich weiß gar nicht, ob die Entwickler das wollen. Also, dass man einfach so viel Loot findet. Wegen den Servern. Also. Ich denke, die meisten Spiele pixelt man wirklich auf Servern oder eben als Let's Play oder Livestream. Und nicht unbedingt so ganz alleine. Aber ja, genau die falsche Richtung. Du bist was? 71! Ich möchte nicht wissen, was der für legendäre Pokémon dabei hat. Okay, das ist der falsche Typ. Aber Pampulimo mal trainieren. Wollen wir es fangen? Nö. Nein, Donnerwelle. Dann noch Lebensschilder. Komm, bitte, bitte. Ja. Gut. Redstone. Klar. Ist klar, Redstone gibt's. So, aber das finden wir im Unterirdischen sehr viel öfters. Das müssen wir nicht mehr nehmen. Nochmals. Minun, nein, nicht mehr noch wieder Welle, Donnerwelle, nein. So, ja, dafür mache ich noch einmal so einen längeren Part. Also ich mache jetzt nicht 30 Minuten auf zwei Teile, auf zwei Parts, sondern ich mache wirklich einen längeren Part noch mal, weil ich bin einfach nicht mehr so gewöhnt, so viele Videos auf einmal auf der Festplatte, auf der externen Festplatte zu haben. Und ich brauche auch wirklich noch eine größere zum Video aufnehmen. Naja, ich habe sie einfach so lange, ich sie nicht hochgeladen habe, auf der Festplatte. Und dann habe ich noch eine zweite. Und dort tue ich die schon auch hochgeladenen rein, oder? Und dann habe ich ja noch viele Spiele dort. Und deshalb habe ich meistens dann nicht so viel Platz auf dieser, und dann mache ich es einfach immer nach dem Video hochladen dort den dann. Geht eigentlich relativ schnell für die Größe. Finde ich wirklich toll. Ich glaube, sie sind sehr stark, aber nicht groß genug. Sind, glaube ich, nur 1,5 Terabyte. Ich muss endlich mal wirklich eine mega große kaufen oder so. Naja. Das wisst ihr besser, ihr seid erfahrener. Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mir helfen könnt. Ich lasse mich gerne helfen. Aber es soll euch nicht das so stören mit den gesplitteten Parts. Ich kann einfach nicht. Okay, Malicious. Was? Klammerband. Ja, das öffne ich jetzt nicht, ob die Kiste hier, also die Lagerung. Oh ja, es lohnt sich. Und Beleber auch mehr. Und Trank.
glaube, Trank lege ich mal hier rein. Ich habe irgendwie Lust, das Fleisch mitzunehmen. Ja, aber jetzt hat es nicht das gleiche Fleisch. Oh, komm. Das Brot eben nicht. Pokéball. Und diesen Hyperheil, ja. Sehr wichtig. Ja. Gut. Wir werden gerade ein bisschen gestört, aber ja. Ist halt so. Pixelmon ist halt voller Loot. Ist ja auch gut so, aber ich sollte nicht immer alles mitnehmen. Ich weiß, ich bin ein bisschen. Ich bin halt einfach der Hackenslayer. Also dieses Zickzack brauche ich. Das brauche ich. Hey, ich brauche dich. Ich brauche dich jetzt. Ich wusste gar nicht mehr, dass unten Pfeil ist. Ich dachte, es wäre alles auf der ersten Seite noch. Aber wir haben zu viele Pokébälle bei uns. Oh. Also das ist das Coolste. Das setze ich dann in der Pokémon-Liga ein, weil dann treffen so große Legendary Pokémon uns nicht. Also dieses Zickzack. Genau. Ist das winzig dann? Ja, ja. Winzig ist, glaube ich, das Niedrigste. Okay, ich habe keinen Platz. Oh, fliegende Mondblumen, ja, und Gräser. Wieder mal. Und diesem Sonnenblumending hier oben. Wie cool das ist. Einfach ein Porenta mit einem großen Lauch. Wie cool Porenta. Mega Porenta? Nein. Hä? Das ist Mega Porenta? Ist ein bisschen wenig. Glaub schon, oder? Ich meine einfach Lauch. Für mich ist es das Lauch. Ich habe immer nur, ich habe den Namen nie gewusst, als ich noch, wie viele Jahre alt war ich dann? 13 Jahre war ich damals. Habe ich nie den Namen gewusst, Parinta. Ich habe es einfach nicht gewusst. Also ich habe es nicht merken können. Und dann habe ich immer nur Lauch gesagt zu den Pokémon. Und heutzutage sagt man ja immer viel Lauch zu den Leuten, die nicht gerade so viel nachdenken und so. Und das habe ich einfach so witzig gefunden dann, als ich das erste Mal Lauch gehört habe für einen, der ja weniger denkt oder weniger denken kann. Klammer. Ist nicht. Nein, Raubi hat keine Klammerattacke noch. Also kriegt keinen aus Metbo vielleicht. Dann eher, ja, dann eher Gengar, ja. Nebulak. Schade, eine Bäre möchte ich jetzt auch nicht denen geben. Wir haben gar keine anderen. Machtband. Schneller steigen, das besorgen wir nicht. Also das steigert nicht von Grund auf. Das muss man zuerst steigern und dann steigt es mehr. Okay, vielleicht. Weiß es nicht. Es ist sonst zu OP. Aber du bist ein Schnurrgast. Pelzig, hä? Aber riesig. Alle, zeig deinen Kopf. Zeig dein Gesicht, nicht dein Arsch. Kommst du? Gotchi. Pixelmon sind so ängstliche. Hey, wirf. Okay. Hä? Jetzt habe ich es wieder dabei, aber es war unsichtbar. Okay. Die Axt war, die Spitzhacke ist so unsichtbar gewesen. Okay. Also Electek ist ja ziemlich geil, aber noch ein bisschen höher. Kramux vielleicht. Ach komm. Lehmschelle wirkt nicht, Dampfwalze wirkt nicht. Doppelkick ist dafür. Flug ist gegen Kampf, gut. Ja, ich muss es ansetzen. Ich wechsle einfach. Ja, es ist normal. Okay, gut. Wenigstens. Und was ist das? Lichtstern. Aha, das ist ein neuer Stein, glaube ich, aus der vierten Gen zum Entwickeln.
Also was brauche ich überhaupt nicht? Ah, okay, Doppelbelegung. Federn möchte ich noch mitnehmen. Nein. Mein Gott, ich bin schon wieder so voll, dass ich einfach nur nach Hause will. Nichts Spezielles. Es ist halt, es ist nicht speziell, das, sondern es ist einfach nur die Spezialattribut-Ding, die steigert, also das finde ich schon noch genug. Und ein Portal mit ohne Kiste. Da gehen wir mal noch nicht hin. Also ein neues Biom bitte oder so. Was ist das eigentlich dort? Ah, das wird noch nicht gerendert, das ist einfach der Himmel im Hintergrund. Jo. Wir haben noch genug Zeit, also gehen wir noch ein bisschen weiter. Ah, du bist Backel. Nein, du bist Dachsbun. Bist du ein. Hä? Ah, das ist die englische Variante, der Name. Okay. Weiß haben wir auch noch nicht. Okay, dann mache ich mal Weiß. Apikoko Weiß. So. Ja, beim Spawndorf wieder, weil ich immer noch nicht den Wegpunkt gemacht. Ein Kaktus. Ist immer noch hier. Der bleibt auch hier. Der mache ich nie wieder weg. Und wir sind genau in der falschen Richtung. Jo. Ich bin heute ein bisschen erkundungsverwirrt. Das heißt, ich tue mir einfach ein bisschen schwer, gerade in die richtige Richtung zu laufen. Oder. Jo. Ja, wir können ja reiten, stimmt. Zu gerade verstehen, wo ich jetzt gerade hinlaufen muss. Jo, weil ich einfach ein bisschen überfordert bin. Dankeschön fürs Wegreiten. Fürs Wegtruppen. Aber ist das nicht cool? Haben wir eine schöne Location? Ich mag so witzige Bilder, das Thumbnails. Ich muss schauen, dass ich noch witziger sein kann, also dass ich noch flexibler bin. Aber ich mache das meistens halt einfach. Halt erst nach, im Part oder nach dem Part und dann habe ich meistens keine Zeit. Und jetzt richtig, oder ich werde euch eigentlich langweilen. Und im Video will ich es eigentlich auch nicht machen müssen. Aber in einem Video hast du dann immer gute Szenen. Wenn du stundenlang dann irgendeine gute Szene suchst, kommt keine. Also ich habe irgendwie so ein Glück in den Aufnahmen, die einfach alles ein bisschen ja, besser machen. Das mache ich. Kurz Screenshot. Halt nicht. Also doch im Part oder so, nicht vor dem Part, nach dem Part. Okay, ich suche immer noch nach anderen Pokémon-Farben. Also dieses eine Schwindlig könnte einfach ein anderen Typ sein von den Attacken oder von den Werten, von den Wesen vielleicht auch. Irgendwie so etwas, aber. Ich weiß nicht, gibt's noch ein Wikipedia? Und wenn. Kann ich das auch übersetzen ins Deutsche? Wahrscheinlich schon. Okay. Schade. Ja, haben wir so viel. Unnützen Schmarrn. Genau das habe ich vergessen. So, also. Wo haben wir Abikoko-Bäume? Da drüben. Okay, jetzt muss ich ein paar entfernen, ein paar Bäume. Geht ja schnell. Ja, mir geht's gut, aber ich bin einfach ein bisschen überlastet vom Leben gerade. Mache einfach zu viel Gutes für andere Menschen. Jetzt hatten wir erst ein Aloha oder ich glaube ein Aloha-Zickzack in winzig und jetzt haben wir ein normales in winzig. Es ist so geil, Leute. Ja, macht die Editoren ein bisschen anders. Also die INI-Dateien meine ich natürlich. Und ihr habt viel ein besseres Pixelmon. Viel, viel besser. Es ist zwar schon gut im Standard, aber auch vor allem, wenn ihr einen Server macht oder einen Server betritt, schaut einfach, dass die Einstellungen gut genug sind. Es macht einfach viel mehr Spaß. Und ja, es ist auch nicht mehr performancewidrig. Ja, ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, wovon das ist, aber manchmal droppt es doch ein bisschen niedriger. Nicht ganz immer. Okay, 30 FPS ist ja auch noch genug, aber trotzdem. Jo, ich hätte es schon gerne flüssiger. Also da müsst ihr selber halt schauen, wie es euch,
mit Java klappt, ob Java euch zu viel Leistung wegfrisst oder zu fest überfordert ist. Aber bei mir ist es halt vor allem, dass es halt jo, mehr FPS sind, als angezeigt sind meistens. Also es ist nicht langsamer, sondern es zeigt langsamer einfach an. Und das weiß ich nicht, das ist G-Sync vielleicht oder so. Das muss ein Profi halt mir sagen, damit es besser wird. Das liegt jetzt einfach an diesem Modpack, also vor allem an Optifine. Also wisst ihr was, ich mache jetzt einfach mal etwas beim Chunk gehen. Einfach mal niedriger. Ich glaube, Render-Regionen ist etwas, was sehr viel Performance braucht, wenn man halt einfach zu schnelle Regionen. Also wir schauen noch mal kurz. Ja, sehr gut. Wunderbar. Jetzt habe ich nur noch 30 FPS. Wunderbar. Ich glaube, träges Dschungel haben könnte vielleicht. Irgendwas ist zu viel Pixel, Mann. Es sind zu viele Pixel, Mann. Wo denn? Ich sehe nichts. Ich sehe nicht viel Pixel. Ja, wir haben Probleme noch. Das müssen wir aber so schnell wie möglich fixen. Machen wir mal kurz auf schön einfach, dass es vielleicht. Und die Leistung dann wieder her. Machen wir dynamische und schnelles Rendern an. Hä? Jetzt, wo ich nachschaue, habe ich weniger FPS. Und vorher, wo ich vor der Aufnahme. Es kann auch OBS sein, weil die Qualität halt von mir schon sehr hoch ist. Also, ich könnte. Ja, machen wir die Sichtweite einfach währenddessen mal ein bisschen niedriger. Vielleicht könnte es auch dynamische Beleuchtung sein. Nein, ich will das nicht mit Fliegen und Rennen und so haben. Das will ich alles haben. Aber ich, irgendwie habe ich. Es könnte an V-Sync liegen. Das könnte. Es ist ein Bug, habe ich das Gefühl. Es ist jetzt gerade ein Bug wegen der Aufnahme oder so. Ja! Es liegt an V-Sync, aber trotzdem noch nicht Maximum. Ja, dann können wir ja die Junk-Algorithmen. Also ich habe es ein bisschen geschafft, aber das möchte ich eigentlich nicht im Part haben. Ja, okay. Gut, wir haben es gefixt. Ja, ne, immer noch nicht ganz 160, aber meine Güte, ist das schwierig. Aber ja, wenn ihr Ideen habt, dann kann ich das einfach ein bisschen mehr vermeiden. So ein Riesenraubi Level 2. So ein Riesensafkundan. Ja, ich brauche andere Biome. Jetzt gehen wir mal dort oben auf den Berg. Ich will jetzt so ein paar. Ja, wir haben Blue-Pokémon, aber da gibt es eher Gestein-Pokémon. Eigentlich müsste Bautz jetzt doch ein bisschen leveln. Oder Nebulak, aber können wir mit Nebulak fliegen? Der ist ja auf dem Boden. Der fliegt ja eigentlich fast nie. Oh, das ist auch ein Pokémon, das ich nicht so oft getrainiert habe. Also ich habe immer die Vorentwicklungen gehabt, aber nie weiterentwickelt. Weil ich einfach die Levels nicht gemacht habe, also nicht gelevelt habe. Jo. Ja gut. Hier hätten wir Lehm, aber so will ich nicht Lehm abbauen. Da kommt ja die Stadt hin. Gut. Okay, wieder Loot. Feuerdisk. Amigento. Multi-Angriff, das heißt, es ist stärker und dann wird es zu Feuer, dann ist es nicht mehr Multi-Angriff, oder? Hä? Ich verstehe das nicht so. Ändert heißt doch ändert, also nicht mehr Multi-Angriff. Ah, vielleicht ist es einfach eine stärkere Attacke und Multi. Hä, wieso bekomme ich hier nichts raus über? Schon wieder dieses Erz. Ist es ein Bug? Haben die in der neuen Version einen Bug dran? Ja, hier erkunde ich jetzt nicht. Komisch. Aber diese Erze kamen doch immer wie ein Mini-Vehikel. Hä? Also ich bleibe jetzt mal noch im Wald und ich wechsle jetzt zu Taubsi immer noch und besiege solche Pokémon kurz immer wieder. Vielleicht ein bisschen höhere, aber das kann ich ja nicht behen so gut. Das ist der Zufall.
Schade, aber jo, glaub mir, Hikel ist auch ziemlich einfach und nicht so hoch. Ja, Wuffles ist doch ein tolles Pokémon. Aber das, nee, das tut nicht in die Hyänen. Doch, das tut sich in die Hyänen. Okay. Das müssen wir unbedingt fangen und trainieren. Pikachu? Nein, gegen Flug-Pokémon nicht. Was bist du, Level 8? Okay. Sehr schön. Also ich finde wirklich Pokémon fangen wirklich das Motivierendste. Ein Pixelmann. Natürlich die Trainer noch besiegen und alles. Wir müssen es einfach mehr machen. Wir müssen ein bisschen mehr ausprobieren, mehr machen. Nein, nicht dein Ernst. Ein Riesenboss. Ich könnte ihn fast fahren. Ich könnte auf ihn draufgehen und ihn herumfahren. Kann ich den reiten? Kann ich den Minibus fahren? Hippie-Bus mit dem Hippie-Bus. Fahren wir übers. Nein, ich weiß nicht genau, wie das Lied geht. Ist ein Schweizer Lied, ein lustiges Lied. Hippie-Bus, oh, Hippie-Bus. Ja, Schweizer können auch gute Lieder machen. Wie zum Beispiel Nemo, der den Euro. Vision Song Contest gewonnen hat. Ja, Nemo ist gut. Nemo hat übrigens noch ein viel geileres Lied von früher, also von 9 Jahren ungefähr. Aber ich weiß es nicht mehr auswendig, wie es genau geht. Also wie der Titel vor allem ist. Schwer zu sagen. Kann ich einen Pampros besiegen mit dem Taubsi? Oder Pampuliat? Ich versuch's mal, weil. Ja, es könnte ja auch nicht effektiv sein, oder? Ich glaube, es ist nicht ja, normal effektiv. Ja. Das könnte ein bisschen schwer sein, so. Ja, dann nehme ich. Es ist eigentlich das Beste dann. Wehe. Oh. Okay, du greifst gar nicht an. Ja, wir müssen beide Pokémon trainieren. Ich brauche einen Epiteiler. Irgendwo muss ich einen Epiteiler finden. Schattenstoß. Konter? Oh! Mist, Konter. Sau stark. Das hat keine Wirkung. Ah, Lebensschelle. Ja, ich habe einen Vogel-Pokémon. So. Oh. Einen Sattel? What the hell? Ich kann doch den Sattel nicht benutzen. Kann ich dem? Wo ist es da? Ich will den Sattel ansehen. Ach komm. Mann, meine Güte. Aber dafür können wir jetzt ein bisschen reiten. Wieder ein bisschen reiten. Was bist du? Ah, den Maulwurf. Ich muss jetzt gleich mal schlafen zum Regenerieren. Oder wir können schon in der Nacht noch kurz ein bisschen rumlaufen. Drachenjuwel. Okay, auf dem Berg ist jetzt gar nicht so toll. Sind nicht so tolle Pokémon. Wir gehen vielleicht ein bisschen nach Süden. Naja, wir haben ja schon fast wieder voll. Ich kann nicht davon. Ja. Naja. Noch brauchen wir ein bisschen zu viele Items. Nehme ich gerne ein paar Sachen mit. Ein kleines Minun. Oh, wir können sogar runterstürzen. Ja, es ist auch geil, wieso die Blumen irgendwie. Wieso sind die Blumen so unterschiedlich gruppiert und so? Nicht schlecht. Es muss dieses eine Structurize sein, das ist so geil. Aber irgendwie funktioniert das nicht immer. Also nicht immer kommt ein neues Biom mit anderen, also mit anderen Texturen. Hier ist zum Beispiel Fluss. Mountains. Ist Mountains nicht extreme Hills eigentlich? Das sind Berge, ja. Okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz, aber ich habe irgendwie so das Gefühl.
Sie macht schon viel Mühe, die Tor noch. Ein Elixier. Aber cool, ey, es macht richtig Spaß. So wie das Modpack jetzt momentan ist, macht mir das unglaublich Spaß. Es kann natürlich noch mehr dazukommen. Aber da muss ich ja schauen wegen der World Generation. Aha. So geil. Hey, das ist ja mal innovativ, ey. Aber es ist hier noch dieses Entwicklungszeugs. Und doch ein Loot. Ein Glücksei. Das ist ja zum Tragen von Janeiro. Mehr XP. Hä? Nichts von Janeiro? Okay. Nein! Ah, du blödes Auswahl. So jetzt. Dummes Auswahl. Ja. So, haben wir noch Zeit? Ja, noch locker ein bisschen. Hä? Okay. Ein Moodbray. Hallo? Lebst du noch? Kann man dich essen? Hm. Doch hier hin. Hä? Normal, Juwel. Naja, also es ist einfach eine Base und haben wir schon eine Galaxy Base? Nein, ich würde das anders sagen. Ah, das ist die Base, die wir schon entdeckt haben. Ja, ja. So, dann haben wir ja, hier nichts zu finden. Zu looten schon, aber nichts zu finden. Etwas Neues oder so. Ich finde diese Seile ist so geil. Ja. Hm. Jo. Oh. Ich muss echt ein paar Sachen reintun. Ah, okay. Plasmahelm. Anartet haben. Nein, nehme ich da rein. So, also, ja, dann gehen wir wieder zurück. Das ist blau, oder? Ja, ja. Das ist immer blau. Hä, hey, aber Draschel ist, doch Draschel ist, ja, es ist blau. Nicht eine andere Farbe oder so, ein shiny, shiny. Hm. Navi da aber noch. Nein, Level 20. Hm. Ich könnte es ja mal versuchen. Ah, es ist Boden. Ja, es ist, glaube ich, Boden. Ach man, ich weiß nicht, ob es Boden ist. Es ist Boden. Ich versuch's trotzdem. Ja, es ist nicht Boden. Ist es Stein? Ist es nur Stein? Ja, Flopball trotzdem. So geil. Ah, Larita ins Team nehmen. Ich weiß, ich ist es nicht. Es ist oft im Team von anderen, aber. Ja. Ich habe es eigentlich noch nie so richtig verwendet. Ich möchte das unbedingt mal ein bisschen trainieren. Ja, Levelball ist auch nicht so gut. Ach, wieso ist die Fangchance so gering? Bei diesen Pokémon. Das sind halt wirklich die, die vor den Legendaries immer am Ende des Ding kommen. Ja, wir haben ein bisschen Probleme. Ja. Wir haben Probleme. Aber wir haben gute Pokémon, viele Pokébälle. Nicht so schlimm, aber es dauert halt. Hä? Also weiß einfach am Ende von einer Season, von einem. Ja, von einer Season. Von einer Generation ist. Sind die einfach sehr schwer zu fangen. Und sie sind dafür in der dritten Stufe Evolution. Oder in der zweiten Evolution dann. Hä? Also die zweite Nachentwicklung dann halt und die dritte Evolution dann halt viel stärker. Verstanden. Keine Ahnung, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich werfe jetzt einen Superball.
Irgendwie Superbälle wecken irgendwie besser unter Level 20, aber das Spiel sagt es nicht und die Fans sagen es auch irgendwie nicht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, nee, okay. Knirsche. Horrorblick ist irgendwie Senken von etwas. Das ist auch verwirrend. Okay, sehr gut. Aber es ist jetzt doppelt belegt, oder? Das wirkt hier auch als Statusveränderung. Bitte bleib jetzt drin. Das Spiel ist so gemein. Der Mod, also, ja. Meine Güte, ist so gemein. Ich will doch nicht so viele Versuche haben. Ich kann dem halt nicht so viel Schaden zufügen. Ja, gut. Okay, wir müssen es schwächen. Es hat einfach zu hohe Fangrotte. Oder zu tiefe eher. Okay. Ist es nach oben oder ist es nach unten? Also höhere Zahlen sind besser oder schlechter? Also das hat wahrscheinlich nicht 41 wie andere Pokémon. Ja, Gegenstoß. Ah, jetzt hast du dich verletzt. Genau jetzt. Nein, hey. Raupi, du schaffst es. So. Level war jetzt dieses Mal. Auch wenn es Level 20 ist und wenn man nicht mehr so stark ist, das ist jetzt unser Fun. Ja, ja. Ja! Ja! Level Bar wirkt besser, okay. Wusste ich nicht. Also Hyper Bar ist doch auch stark. Hä. Das müssen wir halt immer ein bisschen erlernen. Ich wusste es nicht, dass es so schwer zu fangen ist. Also ich dachte, es wäre leichter. Und du bist ein Meteor? Meteno? Die haben überall Schnee, das ist schön. Und du bist... Ah, knack, knick, knack, klick, knack, knack, knick. Irgendwas hätte ich. Du, da unten bist der gleiche. Ah, schade. Oh, es ist Drago. Es ist der Let's Player. Okay. Nein, Klicklack ist das Zahnrad, genau. Man sieht halt der Zickzack und Zickzack. Dann habe ich einfach Klicklack da gedacht. Aber das ist ja die Uhr, die tickt. Die tickt nicht richtig. So eine blöde Uhr. Aha. Wasserstein? Nein. Hä? Das ist Wasserstein, oder? Nein, Mondstein steht. Oh, Mondstein. Ich dachte an Berge und so. Nö. Gibt doch keinen Bergstein. Ja. Oder Bergerze. Nein, nein, es ist Mondstein. Klar. Aber schön leuchtend. Und das hat mich jetzt ein bisschen fasziniert. Okay, hier unten haben wir leider auch nicht ein neues Biom. Aber ist das nicht? Das ist normal, aber... Nein, das ist Dschungel. Wir gehen zum Dschungel, das nächstes. Aber leider erst im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen und... Jo, viel Spaß noch, hä? Genießt euer Leben. Habt Spaß und Freude. Und ruht euch genug aus, gell? Tschüss, bis, ja, vielleicht immer das nächste Mal, ich freue mich. Aber nicht gezwungenermaßen, das ist nur ein Hobby, gell? Tschüss.